Hallo Mitspieler, mein Name ist Hallo Riot und ich begrüße euch zur 207. Episode dieses City Skylines Snowfall Let's Plays. Hier mit schönem Blick auf unsere Forstindustrie, im Hintergrund unsere Stadt, die auch demnächst, denke ich mal, weiter wachsen wird. Aber vorher checken wir einfach nochmal das ganze Verkehrsnetz so ein kleines bisschen ab. Und gucken an den einen oder anderen Stellen, was man da noch verschlimmbessern könnte. Und zuletzt waren wir hier an den Zügen. Ja, ihr habt auch Kommentare bei mir, dass der Zugverkehr für den Frachttransport nicht unbedingt geeignet ist. Ha. Das würde aber heißen, dass wenn das am Ende nicht funktioniert, dass ich komplett umdenken müsste. Ha. Gut, aber soweit wollen wir das erstmal nicht kommen lassen. Mal sehen, vielleicht können wir noch irgendwie die Situation ein wenig retten. Schauen wir uns mal weiter um. Was ist hier los? Warum wird hier so gestanden? Das muss doch eigentlich auch nicht sein. Naja, auch wieder zwei Kreuzungen nebeneinander. Das heißt, hier können gerade mal zwei, drei Autos rauffahren von der Kolonne. Finden wir nicht gut, nehmen wir die Ampeln weg. Und kann der Verkehr ein bisschen fließen. Nur rechts vor links können sie ein bisschen besser als Ampeln. Hm. Komisch, ist aber so. So, das ist der Zubringer von außerhalb. Auch super. Ich würde sagen, hier sieht es gut aus. Drehen wir mal ein bisschen weiter. Na, sehe ich auch nicht viel dunkelrot. Nicht, wo wir jetzt die Armee rufen müssten. Fährt das Autobahnkreuz, alle schick. Völlig überdimensioniert. Interessiert keinen. Ja, fährt kaum einer zum Flughafen hin, weil sie alle U-Bahn nehmen. Man ist ja wünschenswert. Aber merkwürdig. So, was haben wir denn hier feinet? Hier ist ein bisschen was. Hm. Na, hier hätten sie auch zwei Spuren zur Verfügung. Diese aber keinen Bock haben. Richtungspfeile unter die Erde, bitte. Ihn hier. Klick. Hallo? Mag er nicht? Warum nicht? Sind die Richtungspfeile irgendwie kaputt, Nick, oder so? Hier, Geschwindigkeit geht auch. Ah, wollen wir nicht übertreiben, machen wir hier 80, machen wir da 60. Kreuzungsbeschränkungen sagt mir auch ja nichts. Was denn hier los? Ah, okay. Wenden könnte man hier erlauben. Gut, da muss ich mich mal schlau machen, was das hier bedeutet. Fußgängerüberweg, das ist klar. Wenden. Kreuzen. Also ich vermute, jemand, der hier auf der Spur kommt, darf die Kreuzung nicht benutzen, um hier auf der anderen Seite auf der Spur anzukommen. Angenommen, hier wären keine Schienen. Ah, okay. Ja, er hier ist noch unbekannt. Ja, schön was entdeckt. Aber wir waren ja eigentlich bei den Richtungspfeilen dabei. Ah, hier, man muss wahrscheinlich auch an dem Ende dann klicken, weil hier auf der Seite in die Richtung geht zwar E-Bus geradeaus. Okay, dann darf die linke Spur, darf hier auch rechts abbiegen. In irgendeiner Hoffnung, dass das was bringt, wobei unsere Anwesenheit schon wieder hier den Knoten gelöst hat. Merkwürdig. Irgendwie doch ein wenig merkwürdig. So, hier könnte man eventuell eine Ampel stehlen, um das ein bisschen besser flutschen zu lassen. Ampel weg. Und hier nehmen wir die Ampel. Nee, da war sie schon weg, okay. Und hier nehmen wir sie weg. Ah, hier zwei Kreuzungen so dicht beieinander sind immer nicht gut. Das ist ein vorprogrammierter Stau. So,
Die Hauptadern sind immer ein bisschen dunkler. Ah, ich denke, das ist okay. Verkehr bewegt sich ja. Ja. Finde ich in Ordnung so. Hier gibt's wieder einen Zubringer. Alle gut. Was haben wir hier an Rötungen? Naja, Busverkehr, Tramverkehr und normale Autos. Das ist natürlich ein bisschen Fille. Aber komischerweise Bus hier auf dem Teilstück. Ampel weg. Ampel weg. Ampel weg. Kaum zu erkennen. No, haben wir hier mal die Ampeln weggenommen. Mal sehen, wenn wir irgendwann wiederkommen, ob es dann besser ist. No, Hauptachsen, die ignoriere ich mal, solange ich da Bewegung sehe. Ja, und hier haben wir letzte Episode angefangen, den Verkehr zu beobachten. Da war hier alles voll, weil sie praktisch hier kamen, hier raus wollten, um dann hier wieder ins Tunnelsystem reinzukommen. Jetzt scheinen sie doch erkannt zu haben, dass der Tunnel ihnen hier mehr bringt. Interessant. Also die Änderungen machen teilweise auch Sinn. Sehr schön. So, Stadtmitte. Ja, da sind die Achsen rot. Und da, wo Tunnel drunter sind, erkennt man eh schlecht was. Das finde ich ein bisschen doof. Also da hätte man unterschiedliche Layer machen müssen, bin ich der Meinung, dass man sagt, alle Tunnel ausblenden, alle U-Bahnen ausblenden, Züge ausblenden und so was, alle Häuser ausblenden, wenn man praktisch nur die Bereiche sehen möchte, welche Farben man vergeben hat. Weil so einfach ist das auch nicht mehr zu erkennen. Na gut, klar, Büros sind noch schön zu erkennen. Wenn man genauer hinsieht, sieht man auch alles, aber es könnte einfacher sein, finde ich. So. Ja, und wir haben 1,7 Millionen Knöpfe auf unserem Knopfkonto. Das heißt, man könnte sich auch Tatsache mal hier dieses Monument, den Weltraumlift, gönnen. Er kostet 1,5 Mille. Und im Monat 16.000. Haben wir gesehen, dass wir bloß 3 Mille gerade einnehmen? Wobei das ja auch übelst schwankt. Das kann in einer Minute können 30.000 plus sein. Da haben wir auch schon viele gesehen. Oh, und wir haben über 150.000 Einwohner. Ist ja mal auch eine schöne Marke. Eigentlich müsste man da jetzt noch ein bisschen was gewinnen. Man müsste irgendwas kriegen von dem Programm. Ist aber nicht. Ist selbstverständlich, dass man hier 150.000 Leute macht. Naja. Gut, was machen denn unsere Problemkinder hier, die beiden Hubs? Man sieht noch Bewegung, man sieht aber auch viele, viele, viele Züge, die hier hin wollen. Und längerfristig gesehen wird es da bestimmt wieder knallen. Leider. Na gut, okay. Ich habe hier letztens ein bisschen die Umwelt ein wenig zerrupft. So auf die Schnelle. Und ich glaube, dass wir uns das wieder mal ein bisschen schön machen. Wir gehen mal nach Fernway Island. Und borgen uns hier mal ein bisschen Sand weg. Das machen wir in einer Pause, weil es dann schneller geht. Na, Schubkarre ist voll. Tja, aufschütten erstmal ein wenig, würde ich sagen. So, gut. Bisschen fließender machen. Apropos fließen, wir müssten wieder ein bisschen Sand holen. Und dann bauen wir doch mal hier einen Brunnen. Wie sieht's aus mit Grundwasser? Gibt's nicht. So.
Irgendwie will er hier diese Erosion nicht wegnehmen, hat man so das Gefühl. Gelände glätten, so. Auf Maximum, mach's uns doch mal schön. Dass man nicht so doll sieht, dass wir hier eingegriffen haben. Könnte noch eine Stufe schneller gehen, für mein Gefühl. So. Als wenn nie etwas gewesen wäre, fast. Juet, wo wird es denn weitergehen? Ich denke, dass wir hier weitere Straßen ranfummeln werden demnächst. Oh, das ist ein Flieger. Zack. Kommt man ja nicht richtig ran an den. Wo ist er? Wo ist er? Jetzt sind wir unter ihm wahrscheinlich. Oh, ja. Egal. Tja, dafür sind ein Haufen Sachen im Weg. Die Straße müsste ich auch ein und für sich nach hier oben irgendwie verlängert bekommen. Dafür müsste ich den Quatsch hier abreißen. Ach ey, das ist auch wieder krass. Oder wir improvisieren irgendwie. Wie könnte man denn das erledigen? Ihn nehmen, dann macht er da wieder irgendwelche Dellen oder so drin. Einrasten es an. So, er würde hier rumrasten. Okay. Damit kann man ja schon mal fast arbeiten. Ungefähr hier. Nimm mal ihn weg und mach mal ihn, damit wir hier so ein richtiges Lineal haben. Ja, würde ich sagen, ja, nicht mal so schlecht getroffen. Man muss es ja auch nicht übertreiben, das muss ja noch nicht auf einen Zehntel Millimeter stimmen. Okay, cool. Und wir bereiten den Zelt gleich so vor, dass wir mehrere Straßen machen können, ne? Damit wir hier nicht andauernd vorbeikommen müssen. Das heißt, wir verlängern. So, und hier geht's ja in Teich rein. Hier brauchen wir nicht verlängern. Und so, diese Wendepunkte. Die kann man wegnehmen. Zumal wir ja nur noch wissen, dass wir Wenden erlauben können. Am Beispiel hier der Polizei auf der rechten Seite. Die Polizei, wenn die nach links fahren möchte, weil hier unten irgendwas passiert ist, obwohl fahren die so weit, würde ein Polizist hier bis hierher fahren, um hier irgendwas zu erledigen? Gibt's ja wenn er noch nicht mal einen Donut-Shop oder so, dass er hier hin müsste. Abgesehen davon haben wir hier eine eigene kleine Polizei. Gut, aber ihr setzt den Fall, es wäre so. Dann könnte man jetzt hier an dieser Kreuzung erlauben, dass ihr wendet werden darf, wenn ich das richtig verstanden habe. Man nehme sich die Kreuzung und ihr könnt jetzt hier sagen, ey, wenden ist erlaubt. Ha? Macht Sinn, oder? Gut, ist aber im Moment auch nicht so wichtig. So, ihn nehmen wir zuletzt weg. Wir sind ja noch am Gucken und Kontrollieren.
Und dann verlängern. Na, das ist aber auch alles andere als schön hier. Ich müsste die Straße ein bisschen weiter links sehen. Dadurch, dass hier Wasser ist, war das nicht so leicht, das hier alles so mittig irgendwie zu treffen. Andere Ausrede fällt mir gerade nicht ein, sorry. Gib mir mal ihn. Mittelpunkt. Ja, an und für sich müsste sie hier so ungefähr sein. Wollen wir das ändern? Macht man sowas? So spät im Spiel? So hier, wäre das mittig? Nämlich diesen Baum hier gemerkt. Kleine Probe. Jetzt hat er den Mittelpunkt weggenommen, ich den falschen angeklickt. Eigentlich auch im Bereich des Akzeptablen, würde ich sagen. Komm mal mit. So. Irgendwas wichtig, ja. Hier ist da kleine Uni oder so. Uni, das, diese Four Seasons. Beziehungsweise One Seasons. Wir sind ja nur im Snowfall hier. Hier ist eine Polizei. Ja, ich hätte es aber gerne geändert. Sorry, Leute. Das muss jetzt leider sein. So. Wir können verlängern, 180 Grad. Ich habe jetzt erstmal eine ganze Menge aus dem Weg zu nehmen. Die Polizei. Die Schule. Was sagt die Polizei? Das ist eine Unität. Seid nicht sauer, Leute. Ersatz kommt. So, und zwar... ungefähr hier, ja. Süd. Und so können wir es machen. Sache mit den 180 Grad, die genau hinzukriegen. Ach, jetzt kann ich hier nicht rausschneiden, muss ich erst nochmal versetzen. Nicht schön. Kostet ja alle Geld. So, jetzt kann ich nämlich gerade weiterbauen. Und krieg keine verwirrenden Werte, weil wenn ich diese Straße nicht lassen hätte, dann hätte mir dieses Tool praktisch diesen Winkel hier zwischen dieser und dieser Straße geben. Und das sind keine 90 Grad. Das erkennt man ja wohl. So. Basteln wir mal einfach so zusammen. Fein, fein, fein. So. Gucken. Gut, jetzt ist natürlich kein Platz mehr hier für die Uni. Wir packen erstmal Polizei und Feuerwehr zurück.
Haben wir ja auch nicht so viele Möglichkeiten, leider. So, kriegen wir hier noch die Schule hin? Ah, nur quer, okay, das ist nicht schön. Dann kommt die hier hin. Na, können wir das Four Seasons hier, das Sparhotel ein bisschen verrücken? Ja. Nein, das war wieder Platz für die Uni. Sehr schön. So, jetzt noch ein bisschen rüber malen. Was ist denn da los? Da hat man über den Rand gemalt und das über Episoden nicht bemerkt. Ist denn sowas? Ja, eine kleine Veränderung, die vielleicht so nicht auffällt, aber in der Gesamtheit doch ein bisschen mehr hermacht. Könnte immer noch ein klein bisschen weiter nach links, aber das ist noch alles im Bereich des Möglichen. Gut, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir können praktisch in den nächsten Episoden anfangen, hier neue Straßen zu ziehen auf dem Viertelkreis hier. Vielleicht können wir da auch gleich 3, 4, 5 Stück machen. Müssen wir mal schauen. Ich muss mir auch Birne machen. Wie das hier mit der Tramverteilung ist, da habe ich mir noch keinen Bregen gemacht, das muss ich noch. Und letztlich könnte man ja auch irgendwann noch einen Autobahnring einpflegen, irgendwo hier auf der Höhe oder so. Wobei der dann hier drüber oder hier drunter lang gehen müsste. Vielleicht Autobahn direkt hier oben. Ja, ist eine schöne Idee, aber da haben wir noch genug Zeit, die umzusetzen. Wir machen Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder reinschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren, Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.